Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir kämpfen mal noch etwas weiter gegen die Hunnen. Diese Armee schaffen wir, glaube ich, recht gut, der müssen wir überlegen sein. Ich weiß aber nicht, also je nachdem, wie oft die noch angreifen, ob wir das alles schaffen, wir gucken einfach mal. Bestimmt nicht ganz so einfach. Ja, also ihr habt es ja schon in den letzten Teilen, es waren ja mehrere, habt ihr es ja schon gesehen. Wir werden also hier am laufenden Band malträtiert von den Hunnen, die immer und immer und immer und immer wieder angeschissen kommen. Und das Ganze geht jetzt zurück auf einen Bug, den es gab. Was mich ja so ein bisschen geärgert hat, denn irgendwie sind ja meine Einheiten ziemlich verquer gelaufen. Also ich wurde irgendwie zuerst auf einer... Ich wurde zuerst im Hinterhalt angegriffen, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder wir haben versucht, einen Hinterhalt zu legen, der nicht geklappt hat oder sowas. Und dann sind wir von der Furt, die wir eigentlich bewachen wollten, runter. Das ist toll. Naja, ist egal. War jedenfalls total bescheuert. Mal hier vorbei. Nur mit. Da reiten wir jetzt mal gerade zwischen rein. Na komm, Mädels. Müssen wir doch eigentlich schon längst haben. Komm und ruf. Schaffen wir das noch? Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Die Elite-Kriegerhorden machen aus unseren Einheiten echt Hackfleisch. Komm hinterher. Das waren zwei Einheiten. Mal wieder zurück. Die Kavallerie können wir ja relativ gut wieder fortbilden. Aber ich denke auch fast schon nach, hier die Schlacht aufzugeben und mich zurückzuziehen. Wir sind ja... Greift ihr mal hier an. Hau da mal rein. Ich gebe mal gerade ein bisschen Gas. Was machen die denn da? Jetzt diese Hirtenhorden, alles klar. Kommt mal mit. So, das versuchen wir mal gerade etwas zu beschleunigen. Jetzt verfolgt ihn nicht, jetzt lasse laufen. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Wenn wir uns nämlich hier aufstellen... Wenn wir jetzt sagen, ich kann den Befehl gar nicht geben. Ach, das ist aber echt scheiße. Dann machen wir es folgendermaßen. Nee, wir machen es folgendermaßen. Wir sagen Schlacht verlassen, das wird eine automatische Niederlage. Einigen Männern genügt nicht mal der Segen der Götter. Ja, aber das ist egal. Das muss dann halt so sein. 180 Mann haben wir verloren.
Okay. General. Ja. Ja. General. Befehle. Tja, das ist jetzt vielleicht aber gar nicht so schlecht gelaufen, Leute. Jetzt können wir wieder die Furt zustellen. Gerade raus. Ja, Söldner gibt's nicht mehr. Nicht mehr. Ja, das müssen wir uns gleich mal genauer angucken. Das Martyrium der Sassaniden. Beim Versuch, die Christen aus seinen armenischen Landen zu vertreiben, machte der sassanidische Herrscher viele Christen zu Märtyrern, darunter Josef von Persien und den 80-jährigen Bischof von Naita. Man geht davon aus, dass seine Aktionen darauf gerichtet waren, das römische Imperium und dessen Ohnmacht zu handeln, zu verhöhnen. Die Männer wurden gefoltert und anschließend zu Tode geprügelt. Das ist in der Tat äußerst entsetzlich. Allerdings, verhöhne nur insofern, dass das ja unseren Sinn für Gerechtigkeit beleidigt. Ja. Herr! General! Okay, die sind fortgebildet. So, das ist doch mal eine schöne Armee. Mit schön vielen Upgrades. Wo wollte ich dich aufpflanzen? Imperator? Haben uns die Franken nicht den Krieg erklärt? Ja. Befehle? Herr? Nee, so nicht am besten. Oder? Was war denn das? Ah doch, warte. Das versuchen wir. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Bestechen. Super, jetzt gehören die schon mal mir. Für 9000 Denare. Das war ganz schön teuer. Ich mal da oben hin. Stoßt vor! Kann ich die hier vielleicht fortbilden? Stell ich mal rein. Du sowieso mal hier hin. Geht doch. Euer Ehren. Herr! Da ist immerhin ein Spion drin. Ja, ich bräuchte aber noch einen General. Da oben, ich weiß noch nicht genau. Halten können werden wir es wohl. Mein genialer Heide, ja. Imperator? Ah ja, die kann ich hier auch fortbilden. Stimmt ja. Ja, bild mal die Schiffe fort. Das schadet bestimmt nichts. Der Rundbericht, ja, der ist okay. Das passt. I, Captain. I, Captain. Du hast von Ostrom auf den Sack gekriegt, ne? Setz die Segel! Setz die Segel! Setz die Segel! Momentan geht es nicht weiter. So geht es so besser. Ich hoffe doch, ne? Ja, so ist gut. Dann lässt du dich da reparieren. Dann kriegst du auch noch direkt ein Waffen-Upgrade. Glaube ich. Ich glaube, da gibt es ein Waffen-Upgrade. So. Befehle? Befehle? Wir holen uns Thessaloniki zurück. Greif den Feind an! Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. General! Ja. Zu Diensten. Und du schaust mal unterwegs. Hier nach. Unterwegs. Weiter geht es nicht, Herr. Ich kann den leider nicht komplett da von der Brücke da runternehmen. Wobei, wenn ich Schwein habe, dann sind die Vandalen nicht ganz so schnell. Geh mal dahin. Ja, ich habe jetzt natürlich hier auch gut Infanterie gelassen.
Und eine Kaff-Einheit habe ich komplett verloren. Das schmerzt natürlich auch nochmal. Dann holen wir nur eine Einheit Sarmaten. Ja, diese ätzende Kavallerie, die der da dabei hatte, diese Elite-Reiterhorden oder was das waren, die waren sau eklig. Imperator? Herr! Okay, zieh die da rauf, ich werd. Nö, nix verloren. Gut, okay. Imperator? Zieh die da drauf. Oh, gerade hier Bestandsaufnahme. Ich habe aber zu wenig Bogenschützen. Da könnte ich ein paar gebrauchen. Die löse ich jetzt mal auf, ein für alle Mal. Ja. Imperator, General, Befehle, Herr. Ja, so am besten. Und dann stell dich mal hier auf die Fort. Ja. Mit dem Vater. Ja, nimm die auch noch mit. General, Imperator. So, ihr schleicht euch. Ne, warte mal. Wo kriege ich die Bukelari her? Hier unten war es nicht, oder? Ne, da gibt es Erfahrung für Bogenschützen. Das ist nur ein normaler Übungsplatz. Okay, dann laufen wir denen nach Salona. Irgendwie sowas. Flotte bereit. Und dann machen wir das folgendermaßen. Wir nehmen die Armee hier noch tatsächlich mit, um diese Hunnenplage aufzuhalten. Und dann ist gut. Edler Meister, euer Ehren. Ja. So. Imperator? Du brauchst schon mal den. Ja. Imperator? Imperator? Nimmst noch die zwei mit. Imperator? Imperator? Befehle? General? Herr! Weißt du, was für eine Brückenschlacht? Stellst du mir die mal hier hin, dass ich zur Not noch Verstärkung kriege? Wir müssen noch eine Einheit von den Föderati mit. Weil eine Brücke verteidigen, das geht mit den Einheiten gegen die Hunnen. Das geht einfacher auf jeden Fall. Zu Diensten. Ja, du musst da hochschleichen und gucken, wo die alle langlaufen. Ah, die Burgunder sind da. Unterwegs. Weiter. Mit wem haben denn die, haben die Franken noch Beef mit irgendjemandem? Nee, nur mit uns, natürlich. Sollen wir noch schnell hier den Vicus Franci belagern? Der will ja natürlich seinen Kollegen dann freiboxen, ne? Aber mit den Truppen traue ich mich eigentlich nicht, ne? Herr! Imperator! Imperator! General! Ne, wir machen da die Tür, wir machen da die Brücke dicht, das langt. Ja. Sofort. Wir können nicht weiter. Ist das da? Das wird auch nicht so billig. General. Ah ja. Stoßt vor. Weiter geht es nicht. Dem hätten wir eigentlich noch ein Upgrade verpassen müssen, aber egal. Stell die nur dazu. Gut, okay. Ah ja. Weg blockiert, alles klar. Dann müssen wir durch. So. Ich mache einen Quicksave an der Stelle. Wir werden jetzt Thessaloniki belagern. Angriff!
Wir müssten ja so schon direkt angreifen können. Das ist der Seitenanführer. Geilomat. Ja, ich mach's mal gerade manuell. Weil sonst verliere ich am Ende noch Onaga-Besatzung. Das wäre nicht so cool. So, jetzt müssen wir mal gucken. Am besten halt irgendwo, wo wir schön schnell auf diesen dämlichen Platz kommen, ne? Irgendwas, wo es nicht ganz so weit ist. Also von hier ginge gut. Dann hier rüber und dann da auf den Platz. Hier vorne schön mit Infanterie dicht machen. Autofeuer. Stell die mal da rein. Einheiten, marschieren! Einheiten, Vorstoß! Einheiten! So, dann gucken wir mal. Ich glaube aber fast. Doch, die Mauer muss ich doch einschießen können, ne? Das geht nur an der Stelle nicht. Dann schieß hier auf die Mauer, schieß sie kaputt. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht total, aber eigentlich müsste ich hier jetzt ja durchkommen, ne? Zeigt keine Gnade. Die feindlichen Mauern sind gefallen. Begrabt nun ihre Soldaten unter den Trümmern. Einheiten, schneller! Onaga! So, dann musst du noch den Turm da abschießen. Denn das Ding kann ja auf meine Jungs ballern. Das will ich nicht. Okay, das ist jetzt aber komplett im Arsch, ne? Ich guck mal grad. Ja, ne? Auf mich schießen kann er nicht mehr gut. Dann kommst du jetzt mal mit den Dingern ein bisschen näher ran. Also hier die Ecke. So, manchmal sind ja die gegnerischen Einheiten in Reichweite. Wir müssen noch ein bisschen vor. Da sind sie doch zu weit weg. Weil ich glaube, ich kann mit denen nicht in die Stadt rein. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. Stellt euch mal hier auf. Oh, krass. Der hat uns da tatsächlich mit den Speerträgern attackiert. Unsere Soldaten haben die Mauern besetzt. Jetzt müssen wir vorstoßen und den Ort erobern. Ach, das ist normale Limiter. Nee, wundert mich, dass die überhaupt Schaden gemacht haben. Ja, ne? Und ihr könnt nicht hierhin, ne? Ach, saublöd.
Lauf du mal gerade da rein. Weil, der killt da ganz schön viele Einheiten, finde ich, mit den Limitanei. Also, das ist echt ganz schön frech. Ah, jetzt habe ich ihn aber, okay. So, und der Gen müsste den jetzt eigentlich aufreiben können. Wir gucken mal, ob wir auf die Leibwache schießen können. Ja, gut. Da reichen wahrscheinlich schon ein paar leichte Treffer. Gar nicht so schlecht gelaufen bisher. Gut. Also, dass jetzt ein bisschen was abbrennt, das ist mir jetzt egal. Müssen wir nachher Gebäude reparieren, aber was soll's. Komm, schieß doch den Gen weg. Gut. Und ein Schuss hier noch. Okay, gut. Ja, fein. Dann hat das ja aber noch ganz gut funktioniert. Und wir haben die Mauer fast auch noch weggeschossen. Alles klar. So, Ladies. Wow, da wären wir beinahe das Spiel abgestürzt. Jetzt nicht so gut. So, schneller bitte. Ja, schneller. Schneller. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir ihn jetzt aus der Reserve locken können. Ich sag ja schon. Ne, du hast doch Range, genau. So. Nehmen wir das Autofeuer aus. 28 Einheiten noch.
Das da tut weh. Der Tod eines Römers ist immer tragisch. Der feindliche Heerführer ist gefallen. Puh, zum Glück war es der feindliche Heerführer. Ja, apropos, ne? Kommt ihr mal da raus? Dann bleibt jetzt mal da hinten. Oh, warum sind die Föderati eigentlich mit dabei? Ich dachte, ich hätte die reingeschickt. Na komm, jetzt aber. Gut. Ah, 200 Mann Verluste tun natürlich weh, aber ist okay. Da müssen wir dann durch. Hauptsache, wir haben Thessaloniki erobert. Und können fortbilden. Machen wir auch. Und holen uns noch direkt einen Bauern. Und wir können mit dem Steuersatz hoch. Was ist denn hier für eine Kirche? Sol Invictus ist gut. Das ist gut. Schön. Das ist doch gut mit dieser Stadt. Dann baut die als nächstes... Ja, ich könnte sowas ja gebrauchen. Ein Hafen wäre allerdings auch nicht schlecht. Bau mir das Teil doch mal aus. Wie sieht denn das hier aus? Ja, wir bauen noch weiter fleißig... Bauern und Tempel, jawohl. Das ist schon mal gut. Eine Armee haben sie noch da unten. Flotte bereit! Müssen wir dann suchen. Ja, das mit den Hunnen, das schmeckt mir halt gar nicht, ne? Sehr gut aus, so schnelle Fortbewegung. Oh, die sind aber vom Unterhalt recht günstig, ne? Das würde ich mir echt überlegen. Moment mal, wie viel ist das? 4600 Paar und Dingsi. Da könnte ja echt was gehen. Da könnte ja echt was gehen. Okay. Ja, dann haben wir jetzt also Thessaloniki eingenommen. Erfolgreich. Werden unsere Einheiten fortbilden und dann weiter vormarschieren. Wir nähern uns den Siegbedingungen. Haltet 34 Regionen. Wir haben momentan 31. Stopp. Oh, da wären wir beinahe die Maus nochmal aus dem Bildschirm gerutscht. Widerstand ist weg, ist in Thessaloniki, genau. So. Zu Diensten. Wir riskieren es mal hier. Geh mal rein. Fein. Klappt. Gut. Wir belagern Tingi. Sehr schön. Dann geh doch mal da rein, gerade. Und dann machen wir das, glaube ich, gerade automatisch. Ja. Wir besetzen die Siedlung nur. Wollen wir die hier massakrieren? Nee. Revolte unterdrückt. Römer, westliches Reich, Rebellen. Die falschen, verräterischen Narren, die sich Römer nennen, wurden durch des Schwertes Schneide vernichtet. Dieses Schicksal ist nur gerecht für Männer, die es wagen, ihre Hand gegen die imperiale Autorität zu erheben. Und unser Gefolge vergrößert sich. Servius der Hinrichter. Er bekommt ein Militärtribun. Plus eins... auf Kommando. Mhm. Ja, wieder so ein alter Christ hier. Hauptsache, den Tempel haben sie stehen lassen. Dann gehen wir mal auf niedrig. Rekrutieren wir mal ein paar Bauern. Und dann bauen wir den Tempel hier auch noch direkt aus. So, dann hätten wir die Rebellen dort unterdrückt. Und es fängt gleich an zu gewittern. Das ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, um dann hier aufzuhören.
In NRW waren ja so schlimme Unwetter. Ich habe das hier wirklich schon vor Urzeiten aufgenommen, ne? Heute ist der 10.6. Ihr werdet das viel, viel später sehen. Ja, aber in NRW waren ganz schlimme Unwetter, auch mit Toten und so, total krass. Stoßt vor! Baut einen Turm! So, dann haben wir hier auch wieder ein paar Türmchen. Und ja, dann kannst du doch eigentlich nach Karthago zurück weiter geht es nicht. Laufen. Der ist schneller als auf dem Schiff auf der Straße, die wir hier in Nordafrika haben. Das ist unglaublich. Okay, gut. Ja, so darauf wird es jetzt so hinauslaufen. Können wir die Hunnen noch irgendwie aufhalten? Und was machen wir mit dem Idioten? Da nehmen wir dann, glaube ich, die... Kann ich etwas tun? Ohne Zögern. Wir können nicht weiter. Euer Ehren? Euer Ehren? Edler Meister? Dann nehmen wir dann fest. Die Truppe hier gegen den... Also die Truppe aus Tingi, meine ich, ne? Die nehmen wir dann. Ja, so, dann schauen wir nochmal gerade weiter. Was haben wir denn noch so hier... Warum drücke ich immer die falschen Tasten? Moment mal, hä? Ich bin jetzt aber gerade echt total verwirrt. Stimmt irgendwas mit dem Tastaturprofil nicht? Das muss ich auch mal wieder ändern. Manchmal habe ich das irgendwie, dass ich daran was geändert habe und dann weiß ich nicht mehr genau was und so. Und dann, ja, nehmen wir jetzt erstmal... Okay, auf der Taste geht's noch. Ja, wollen wir in Rom noch irgendwas Saugutes bauen? So ein Tempel vielleicht. Wie alt bist du? General. 58. Sollen wir eine Schola Magna bauen? Erste Komitatenses-Kohorte. Können natürlich auch auf die städtische Kaserne sparen. Bauen wir doch erstmal die Marinewerft. Ich meine, sowas schadet definitiv nicht. Ja, Leptis Magna, einen Marktplatz. Ja, also so viel geht da jetzt die Runde ja gar nicht. Wir haben ganz viel Geld ausgegeben, um die Rebellen zu bekämpfen. Weiter! Imperator, vorwärts! Was war denn mit dir nochmal? Warum habe ich dich denn vorgeschickt? Ach so, einfach nur um zu gucken, ob da Gegner hocken wahrscheinlich. Baut einen Turm! Marschieren! Euer Ehren? Ohne Zögern. Da ist ja nicht so viel drin in Kyrene, ne? Wenn wir irgendwo ein paar Söldner kriegen, könnte sich das sogar schon fast lohnen. Könnte man sich mal überlegen. Ja, dann holen wir uns noch Kyrene. Ja, eine Provinz weniger wieder. Ja, und dann geht's halt bald weiter gegen Athen. Und die Frage ist halt echt, ob wir es hier oben verteidigt kriegen. Ich denke schon... Das wird ultra anstrengend, aber ich glaube, wir schaffen es. Ja, ich glaube, wir haben eine Chance. Wir brauchten halt ganz dringend wieder Fernkämpfer. Und wir brauchen noch Fernkämpfer gegen die Hunnen. Mach mal so einen. Hier rekrutieren wir noch eine Einheit Sarmaten, das weiß ich noch. Und dann machen wir du mal noch eine Einheit Föderati-Infanterie. Ja, also da ist ja vorhin echt was passiert, ne? Okay, Leute, gut, alles klar. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Macht's gut, bis dahin. Pax vobiscum, valete.